Ich muss aufwachen. Ich muss einfach aufwachen. Das ist alles. Tschüss, bis dann. Aufwachen. Wach auf. Oh Gott. Ich hatte einen schlimmen Traum. Ich dachte, ich hätte lange Haare und würde in einem Gruselhaus arbeiten. Moment. Bedeutet das etwa... Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's 4. Ja, ein weiteres Jahr ist vergangen, ein weiteres Halloween ist herangerückt und dementsprechend stellen wir uns dem nächsten Spiel in der FNAF-Reihe. Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, ich möchte kein ganzes Jahr vergehen lassen und das irgendwie vorher machen, aber mir ging es nicht so gut und ich wollte das jetzt nicht so auf Druck machen und obwohl ich das hier jetzt relativ auf Druck aufnehme, also es ist jetzt... der 28. und am 31. soll das hier spätestens rauskommen und ich muss noch ein Intro aufnehmen und sowas. Keine Ahnung, ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal auf, so ein bisschen was von dem Spiel und nichts wird so sein, wie wir es bisher kennen. Aber ohne weitere Umschweife würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Spiel und ich habe dieses Mal sehr viel zu erzählen. Also wirklich sehr viel. Außer nicht zum Film nicht, denn den habe ich noch nicht gesehen. 5 Tage bis zur Party. Was für eine Party? Steigt eine Party? Habe ich was verpasst? Eine Party? Oh yeah. What did he do this time? He locked you in your room again. Don't be scared, I'm here with you. Ja, wir sind gerade ein weinendes Kind, das sogenannte Crying Child. Und ja, unser kleiner... Plüsch-Freddy da oben, der hat mit uns gesprochen und der guckt uns hinterher, wenn wir irgendwie hin und her laufen. Ja, das ist der gute Psychic-Friend Fredbear. Der existiert eigentlich gar nicht, der ist nur in unserem Kopf. Nein, natürlich nicht. Das ist ein kleiner Witz für alle, die die Game Theories von Game Theory von MadPad kennen. He's here, he's there, he's everywhere. Who you gonna call? Psychic-Friend Fredbear. Ja. Und wir sind halt in unserem Zimmer eingesperrt, aber... Keiner will uns rauslassen. Deswegen kauern wir uns einfach vor die Tür und weinen. Wir kommen hier nicht mehr raus aus diesem Albtraum. Aber morgen ist ein weiterer Tag. Aber heute ist die erste Nacht. Und ja, wir spielen nicht als Security Guard. Warning. Listen carefully. If you hear breathing, hold the door shut. If you do not hear breathing, then use your flashlight. Flashlight is mit Control. Hold Control. Close door, hold Shift. Press X to hide tips. Okay, flick Maus hier to go back. Dann können wir einmal uns unser Bett angucken. Dann ist hier die andere Tür. Und dann müssen wir jetzt einfach gucken. Oh Gott. Ich mag das jetzt schon nicht. Oh, das Problem ist, man muss das Spiel halt echt laut einstellen. Ah! Um überhaupt irgendwas hören zu können. Hier geht es nämlich wirklich darum, zu horchen. Und ich weiß nicht, wie das Atmen klingt. Oh. Und die Sache mit diesem Spiel ist, ich werde euch auf jeden Fall das Audio sehr laut machen. Aber, wenn Jumpscares kommen, werde ich die leise machen, damit ihr euch nicht so erschreckt, wie ich mich verjagen werde. Mann, da sind Geräusche, aber ich weiß halt nicht, ob das Atmen ist oder nicht.
Da sind Windgeräusche, da ist Hintergrundmusik. Ah! Ah, oh, das ist richtig eklig. Weil der Jumpscare ist halt wirklich der schlimmste im ganzen Spiel. In der ganzen Reihe. Ah, oh, das sollte auch ursprünglich das letzte Spiel der Reihe sein. Aber der gute Scott Cawthon. Also die Leute waren nicht ganz so begeistert damit. Da waren noch einige Fragen offen. Und weil Scott Cawthon das Gefühl hatte, da muss noch jetzt irgendwie ein erklärendes Spiel dahinter geworfen werden. Hat er noch Five Nights at Freddy's 4 gemacht? Weil auch die Leute gesagt haben, Five Nights at Freddy's 3 war nicht wirklich gruselig oder so. Deswegen hat er das gruseligste Spiel der Reihe gemacht. So, da ist eine Sache, auf die wir achten müssen, die Freddles auf unserem Bett. Oh, ich werde wahrscheinlich das Spiel irgendwann zwischendrin für mich selbst leiser stellen müssen. Ich werde mich so weghauen beim ersten Mal. Wenn ich das erste Mal einen Jumpscare bekomme. Ich werde sowas von vom Stuhl fliegen. Also das Spiel gibt mir direkt ein ganz anderes Gefühl als die anderen Spiele. Ihr merkt, ich bin so konzentriert. Ich kann auch nicht so unsagbar viel quatschen. Ich muss auf die Geräusche hören. Hör ich Freddles? Nee. Du bist, glaube ich, am ersten Tag noch nicht relevant. Okay. Freddles? Oder Chica in der Küche, ich bin mir nicht sicher. Chica in der Küche, also rechts. Nichts. Ich glaube, ich habe was gehört. Okay. Irgendwelche Hundegeräusche draußen. Was soll das? Ersten Tag geschafft? Erster Anlauf! Let's go! Oh mein Gott! Ey! Man sieht's jetzt nicht, aber... Oh! Ich hab echt so ein bisschen so das Flattern. Also das ist... Das Spiel ist nicht ohne. Du weißt, er wird sich wieder verstecken. Aber wo versteckt er sich? Und überall, wo wir hingehen. Er wird nicht aufhören, bis du ihn findest. Hier sehen wir erstmal quasi eine Verkörperung von Mangle. Ein auseinandergenommener Funtime Foxy. Froxy wollte ich gerade sagen. Froxy ist was anderes. Da drüben! Ah! Er hat mich echt erschreckt. Ich wusste, dass er da ist. Ah, morgen ist ein anderer Tag. Ist ein weiterer Tag. Ey, ohne Mist. Dieses Spiel, es ist halt echt
es verlangt einem komplett was anderes ab, weil man jetzt auf Geräusche achten muss und nur auf Geräusche. Das ist das Wichtigste. Und ich weiß halt nicht, wie das Atmen klingt. Da sind so viele Hintergrundgeräusche noch nebenbei, dass ich das einfach nicht einschätzen kann. Oh ja, stimmt. Fun with Plush Trap. Use flashlight to stop Plush Trap on the X to skip 2 hours to next. Okay, er ist da rechts vorne. Immer noch. Muss ein bisschen warten. Okay. Er ist immer noch dort, okay. Er ist links in der Tür. Yes! Wir fangen direkt bei 2 AM an. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber... Eine weitere Nacht bricht an. Das Interessante ist halt, nicht mal unweit von der Veröffentlichung dieses Videos hat Scott Cawthon sein letztes Five Nights at Freddy's Buch rausgebracht. Ich glaube, hier habe ich was gehört. Oh Gott, da war einer. Und durch dieses Buch haben wir sehr viel über Five Nights at Freddy's 4 herausgefunden. Auch wenn es nicht direkt die gleiche Geschichte ist. Denn wie Scott Cawthon seine Geschichten macht, ist, es gibt drei Universen. Das Spieluniversum, das Buchuniversum. Und es gibt das Filmuniversum. Und alle erzählen eine ähnliche Geschichte, spielen aber so ein bisschen für sich. Ah! Holy shit. Oh mein Gott. Das ist viel heftiger, als ich dachte. Alter. Oh mein Gott. Oh. Man guckt halt so in das Dunkle rein und mit einmal kommt dieses... Oh, dieses Albtraumgesicht einfach auf einen zu mit diesem ultralauten Geräusch. Jesus Christ, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Oh mein Gott, also ich bin gerade high alert. Ich bin gerade aber richtig auf... Wow. Ja, mein Herz macht gerade richtig Party. Das ist nicht nur so ein bisschen... Nicht New Game! Yes! Okay, wir sind zurück. So, wie ich bereits gesagt habe, also Scott Cawthon hat er jetzt, hat verschiedene Arten. Seine Spiele zu erklären. Und was er halt gemacht hat, ist Sachen, die zum Beispiel im Universum der Spiele existiert, in den Büchern zu erklären, nur halt mit anderen Stories. Okay, das gerade eben war halt ein deutliches Atmen. Und wie es der Zufall so will, ist jetzt ein paar Wochen vor diesem Video hier ein Buch rausgekommen, in dem FNAF 4 quasi erklärt wird, was hier eigentlich so abgeht.
Okay. Das war ein Atmen. Ich dachte, das gehört zum Background. Da war so ein ganz kurzes... Irgendwie. Hä? Das ist ja mega. Was ist denn das? Was soll das denn für ein Atmen sein? Da war nur so ein kurzes... Irgendwie. Was? Das habe ich aber so gar nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Spiel so lustig sein kann. Er hat so gewartet, bis er die Taschenlampe benutzt hat, gerade bei Chica. Das gefällt mir nicht. Hätte ich da die Tür zumachen müssen? Wurde ich jetzt gejumpscared, weil ich Tür zugemacht habe oder weil ich versehentlich auf die Taschenlampe gedrückt habe? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ach Gott. Ah. Ich muss mir irgendwie raussuchen, welche Geräusche Chica macht. Weil ich habe immer noch keine Ahnung. Und ich wette, auch Bonnie wird nicht immer dieses laute machen, was da das eine Mal gewesen ist. Das war ja mega laut. Meine Güte. Und rein da. Oh, ich will nicht. Warum höre ich meine Schritte manchmal doppelt? Das gefällt mir überhaupt nicht. Oder ist Foxy jetzt da? Foxy ist nämlich im Kleiderschrank. Das habe ich diesmal richtig gehört. Oh. Freddles? Nee. Die machen, glaube ich, aber auch ordentlich Geräusche. Das heißt, die Freddles kriegt man eigentlich mit normalerweise. Ne? Ja. Da habe ich jetzt nichts gehört. Da habe ich jetzt absolut nichts gehört. Holy shit, Alter. Entschuldigung fürs Fluchen. Oh Gott. Auch interessant, ja. 2015 kam dieses Spiel raus. Das war, glaube ich, dasselbe Jahr, in dem der Film angesagt wurde, das erste Mal. Jetzt, 8 Jahre später, kommt der Film endlich in die Kinos. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber auch interessant, dass ich das Spiel, was im selben Jahr wie der Film angesagt wurde, spiele, also, ne? Das Spiel im selben Jahr wie der Film dann auch rauskommt. Die erste Nacht ist ja, wie man weiß, nie so schlimm. Deswegen haben wir sie ja auch geaced, aber die zweite hat's schon in sich. Jede Nacht in diesem Spiel hat's in sich, glaubt mir. Ich kann hier halt nicht so viel erzählen. Das Coole ist, wir haben auch wieder ein Telefon und einen Lüfter. Alles da, außer unsere Bassboxen. Wir dürfen ja auch unsere Eltern nicht wecken. Also können wir nur eine leise Party machen. Haben wir das auch untergebracht? Denn mein Neffe hat sich auch gewünscht, dass ich das mal wieder in einem Video mache. Also, der war für dich, Sammy. Ich habe Schritte links gehört. Freddy's? Du bist noch nicht, nee. Ich glaube, das war ein Atmen. Das war auch ein Atmen.
Ach, Mann! Diese Atmer sind manchmal so wenig. Die sind so wenig, die sind so gering einfach. Ich glaube, ich wäre aber sowieso draufgegangen, weil ich habe, glaube ich, links die Tür geschlossen, als da kein Atmen war. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir einfach nicht sicher, was in diesem Spiel Atmen ist und was nicht. Es ist unglaublich, aber es sind zu viele Nebengeräusche die ganze Zeit. Naja, versuchen wir es nochmal. Ich weiß auch nicht, wie lange ich es doch aufnehmen werde. Ich werde es vielleicht noch 10 Minuten versuchen. Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge tatsächlich nicht, Nacht 2 zu machen. Aber Nacht 1 haben wir ja auf ersten Try geschafft. Also dementsprechend haben wir wenigstens das. Dafür kann ich schon mal stolz sein, denke ich. Scott Cawthon, du hast es geschafft. Das ist wirklich der gruseligste Teil von allen. Das Einzige, was noch gruseliger ist als Stress auf der Arbeit, die Eltern schreien einen in der Nacht an, man soll bitte ins Bett gehen. Was anderes ist das nicht. Das sind einfach deine Eltern, die sehen, dass du die ganze Zeit mit dem Licht auf dem Flur scheinst. Die sehen immer wieder das Licht aufstrahlen. Und die haben einfach keinen Bock mehr. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, statt dem Dingens, dem Jumpscare, schreit einfach jemand, geh ins Bett! Geh ins Bett! Ungefähr so. Ach, das Geräusch, nein, das ist doch kein Atmen. Das gehört zum Hintergrund. Ich höre da zwar so ein Geräusch, wo ich mir denke, okay, das könnte vielleicht was sein, aber ich tue das halt ab mit den ganzen Geräuschen. Man hört halt so an der Seite irgendwie so Wasser oder so plätschern, so ein Bach oder irgendwas. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Geräusch, was Chicas Atmen ist, ist dieses Geräusch. Also das gehört dazu. Also für mich gehört das irgendwie dazu. Das klingt genau so. Das könnte auch einfach irgendwie, keine Ahnung, so ein Steinchen, was irgendwie so den Bach runterkugelt oder sowas sein. Das ist halt so ein ganz kurz so irgendwie. Ich kann das nicht mal nachmachen. Ach, Mann. Mutti hat mich wieder angeschrien, ich soll früher ins Bett gehen. Na. Wir bleiben wach bis morgen früh und singen Bumsfallera. Oder wir haben IBS und haben Durchfallera. IBS ist, dass der Magen verrückt spielt, wenn man nervös ist. Moment, ist das nicht? Ich dachte, das ist so ein typisches, klassisches Bild, wo so ein Typ auf Steinen steht. Weiß nicht mehr genau, von wem das ist. Nee, aber das ist Scott und seine Familie, tatsächlich. Irgendwann werde ich versehentlich die falsche Taste drücken. Was mir noch nicht passiert ist, versehentlich die Tür schließen, statt die Taschenlampe zu machen. Beziehungsweise umgekehrt. Aber da ist ein Bach links. Und das irritiert mich stark. Weil die Geräusche, die sind nicht gut voneinander unterscheidbar. Meines Erachtens nach. Ich mag das Spiel nicht. Das ist das erste Horrorspiel, was mich so richtig, richtig kriegt. Mit seinem Horrorfaktor.
Da war aber auf jeden Fall atmen. Da nicht. Das ist ein Motorrad. Keine Freddles. Ich glaube, das war atmen. Das war definitiv atmen. Ah! Und das sollte nicht sein. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil da war definitiv atmen. Das war definitiv atmen. Aber natürlich, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, denkt man natürlich, man ist das Kind, das weinende Kind aus dem Minispiel am Anfang. Und zwischen den Nächten. Aber es gibt viele Theorien, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Es kann auch sein, dass man einfach irgendein anderes Kind ist in der Theorie. Beziehungsweise ist das die derzeitige Theorie tatsächlich. Aber Scott Cawthon hat seither mehrfach seine Meinung zur Story geändert. Ich glaube, jetzt habe ich Chica gerade versehentlich falsch die Tür zugemacht. Chica! Nein, keine Chica. Genau. Und es gibt die Theorie, es gibt die Theorie, dass es ganz am Anfang eine ganz andere Story war. Aber dazu kann ich später erst mehr erzählen, tatsächlich. Links. Aber ja, sagen wir mal, wir sind das weinende Kind aus dem Minispiel und haben Albträume, weil unser Bruder mit dieser Foxy-Maske uns jeden Tag erschrickt. Das ist der Albtraum, den wir halt gehen und wir gucken immer wieder, ob diese Albträume wahr geworden sind. Wer kennt das nicht, dass man denkt, man hört irgendwas im Dunkeln, guckt nach und dann ist da nichts? Kennen wir doch alle. Das Unbekannte im Dunkeln. Eine Urangst des Menschen. Einfach aus Instinkt. Das ist normal. Genau. Oder halt auch so ein bisschen die Vorstellungskraft, unser Freddy Plüschi, was auf dem Bett ist, was plötzlich zum gruseligen Albtraum wird. Chica aus der Küche, weil Chica halt mit Essen verbunden ist. Bonnie im linken Korridor, weil wo sollte Bonnie sonst sein? Hau ab! Freddle? Ich hab's eine Millisekunde vorher gecheckt, dass er da ist. Ich kann tatsächlich nicht zu viel von dem Spiel auf einmal spielen. Ich merke einfach gerade, dass mein Puls auf sonst wie hoch ist.
Und das kann ich auf Dauer nicht zu lange machen. Ich habe jetzt 40 Minuten gespielt. Das muss fürs Erste reichen. Auch mit dem Kleinen, wo ich geguckt habe, wie man Nächte überspringen kann und so. Sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist mit dieser Folge von Let's Play Five Nights at Freddy's 4. Wir werden uns dann beim nächsten Mal weitersehen. Dann werde ich die Geschichte vielleicht noch ein bisschen weiter spinnen. Je nachdem, was wir immer so von der Geschichte noch weiter erzählt bekommen. Von den Minispielen und so weiter und so fort. An der Stelle würde ich aber erstmal sagen, hoffentlich habt ihr keine Albträume. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, guckt doch auch noch die anderen Five Nights at Freddy's Videos auf meinem Kanal an. Oder lasst einen Kommentar drunter und lasst ein Like. Ihr kennt das Ganze. Abonniert den Kanal. Und an der Stelle sage ich wie und eh, tschüss. Bis dann.